Also in meiner Zeit als Salafist gab es eigentlich überhaupt keinen Kontakt zu anderen, zum anderen Geschlecht. Ich hatte vor meiner Konversion noch eine Beziehung, meine erste große Jugendliebe, die relativ schnell daran auch zerbrach an meiner Konversion. Anfangs hatten wir natürlich noch Kontakt und das hat sich immer schlecht angefühlt. Ich habe es bereut und habe Allah um Vergebung gebeten, wenn ich mit dieser Person Kontakt hatte und so weiter. Und nach dieser Trennung gab es eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr zum anderen Geschlecht. Ich musste dann noch meinen Zivildienst machen im Krankenhaus. Da bin ich natürlich mit relativ vielen Frauen irgendwie in Kontakt gewesen, habe immer versucht, ihnen nicht in die Augen zu sehen, mich von hübschen Frauen fernzuhalten und so. Irgendwann meinte meine Schwester oder auf jeden Fall ein Mädchen, das dort gearbeitet hat, sollen wir mal bowlen gehen oder so. Und es war für mich, oh nein, oh mein Gott, der Teufel versucht mich gerade zu verführen und so weiter. Ja, und danach gab es zu Frauen nach meinem Zivildienst überhaupt keinen Kontakt mehr. Ich habe dann irgendwann geheiratet, eine Frau, die ich zweimal gesehen habe. Und das war dann sozusagen meine Ehefrau. Und mein Bild von der Frau als solches war ziemlich widersprüchlich oder paradox. Also das Bild eines Salafisten überhaupt. Und zwar sagt er, dass die Frau einerseits absolut wertvoll ist und die Mutter ist total heilig und das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter und die Ehefrau ist, hinter jedem starken Mann steckt eine starke Frau und so weiter. Das sind so Überlieferungen, die man liest und die man auch relativ häufig hört. Aber in der Praxis sieht das Leben total anders aus. Die Frau darf nicht alleine reisen, sie darf nicht freiwillig fasten, wenn der Mann es nicht erlaubt, weil während des Fastens darf man keinen Geschlechtsverkehr haben und die Frau muss dem Mann dienen. Es gibt eine Überlieferung, die das eigentlich relativ gut veranschaulicht. Dort geht es um einen Gefährten, der auf einer langen Reise war, zurückkam und sich dann nach dieser Reise aus Freude, den Propheten wiederzusehen, niederwarf vor dem Propheten. Und der Prophet sagte: Steh auf, es gibt keine Niederwerfung außer vor Allah, und wenn es eine geben würde, dann müsste die Ehefrau sich vor dem Ehemann niederwerfen. Und darum geht's, darum dreht sich eigentlich alles. Im Grunde genommen ist der Ehemann oben und die Frau untergeordnet. So. Und in der Theorie wird die Frau aber so als Perle in der Muschel und so weiter beschrieben. Also wenn ich meine Entwicklung ansehe, also wie ich mich in 5 Jahren eigentlich von Dominik entfernt habe und Musa wurde, dann kann ich nicht ausschließen, dass in 20 Jahren vielleicht mal irgendwas ganz anderes dabei rausgekommen wäre. Von daher würde ich sagen, es könnte hypothetisch viel, aber selbst zu meinem vielleicht radikalsten Moment wäre ich nicht auf die, also schon gar nicht auf die Idee gekommen, mich hier irgendwo in die Luft zu jagen, aber auch nicht auf die Idee gekommen, so diese letzte Konsequenz zu haben und mich in ein Flugzeug zu setzen, ein wildfremdes Land zu fliegen, aus dem ich wahrscheinlich nie wieder rauskomme, und dann zu kämpfen für irgendeinen Typen, der Land, Macht, Besitz, was weiß ich will. Also da habe ich bei allen Zweifeln, die ich verdrängt habe und so weiter, habe ich da irgendwie überhaupt keine Verbindung mehr zu Gott gesehen. Ja, mein Leben einfach so wegzuschmeißen. Also erstmal ist es ja natürlich ein Phänomen, wenn jemand konvertiert, und das hat nichts mit dem Islam zu tun, das ist in ganz vielen anderen Religionen auch so, will er irgendwie alles Versäumte aufholen und der Perfekte werden. Ja, das ist auch nicht nur in Religion so, aber auch gerade also nach einer Konversion zu einer Religion, wie auch immer sie heißen mag. Und das ging mir natürlich auch so. Eigentlich wollte ich der Prophet sein. Eigentlich wollte ich eins zu eins der Prophet sein, und das ging auch vielen anderen so. Nicht nur Konvertierten, aber oft. Und es gab halt wirklich einen ständigen Wettstreit darin, wer wie viel weiß, wer wie viel Koransuren auswendig hat, wer die schönsten Gewänder trägt. Also wenn man zum Beispiel so ein Islamseminar besucht hat, damals in Bonn zum Beispiel häufig oder in Köln,
hat man gesehen, wie teilweise Brüder irgendwie drei verschiedene Gewänder an einem Tag trugen, einfach nur um zu zeigen, hey, ich habe ein goldenes Gewand, ich habe ein strahlend weißes Gewand, ich habe ein schwarzes Gewand, ich habe ein wunderschönes Saudituch, ich habe den und den Duft. Also es war dann wie so eine Art Modenschau tatsächlich. Und das ging eben auch im Wissen so. Ja, dass man sich ständig gemessen hat, wer weiß was, hast du das Buch schon gelesen? Oder man hat zum Beispiel eine Frage gestellt, wie stehst du eigentlich zu dem und dem Thema? Und man will eigentlich gar keine Lösung finden, sondern man will sich nur mit dem anderen messen. Ja, was weiß der über dieses Thema? Ich habe aber das noch gelesen und versucht dann irgendwie so, ja, durch gefährliches Halbwissen, ja, sich zu messen, obwohl man im Endeffekt gar nichts weiß. So. Man hat irgendwie 10 Bücher gelesen und immerhin hat man 10 Bücher gelesen. Die meisten lesen kaum oder gar nicht. Aber 10 Bücher zu lesen und dann von sich selbst zu glauben, man wüsste sehr, sehr viel, ist natürlich total vermessen. Verschwörungstheorien spielen eine unglaublich große Rolle. Wahrscheinlich heute mehr als je zuvor. Für uns war sowas wie 9/11 ganz klar ein Inside-Job. Das können keine Muslime gewesen sein. Immer mit so Argumenten zum Beispiel wie, wie kann ein Attentäter denn so ein Flugzeug entführen, aber hinterlässt einen Abschiedsbrief oder verliert seinen Personalausweis oder sowas. Das war für uns so glasklar, dass das keine Muslime gewesen sein können, sondern es müssen, eigentlich müssen es die Amis gewesen sein, weil sie daraufhin in den Irak einmarschiert sind. Vielleicht waren es auch die Juden, vielleicht war es auch sonst wer, aber es waren auf jeden Fall keine Muslime. Das hat man zum Beispiel ganz gut bei den Anschlägen in Paris gesehen, wo die beiden Täter aus dem Auto, oder einer der Täter stieg aus dem Auto, hat seinen Schuh verloren, geht nochmal ein paar Schritte zurück, nimmt seinen Schuh und steigt ins Auto ein, während er schoss. Und dann haben natürlich unglaublich viele darunter geschrieben, welcher Terrorist würde seinen verlorenen Schuh einsammeln. Das muss einfach ein Inside-Job sein. Oder es gab dann Bilder, wo es zum Beispiel Leichen gab, da lag aber kein Blut oder so. Also all solche Dinge, und die gibt es ja nicht nur bei Salafisten, die gibt es auch in vielen anderen Kontexten heutzutage. Gerade im Zeitalter, wo irgendwie sich auf Facebook und YouTube irgendwie jeder eine Meinung erlauben kann, ist das unglaublich verbreitet. Aber es gab halt immer diese kleinen einzelnen Ausschnitte, wodurch man dann das ganze Große, also nicht nur in Frage stellt, sondern quasi, es kann ja gar nicht so sein, seht her diesen einen Ausschnitt. Jein, beides. Also ich habe direkt keine Musik mehr gehört und relativ schnell für mich auch irgendwie den Entschluss gefasst, gerade die Musik, die ich höre, also Rap, ist schlecht. Dort werden Dinge verherrlicht, oft die schlecht sind, wie zum Beispiel Sex oder Drogen oder Schlägereien oder so. Und selbst wenn es Rap ist, der so etwas nicht verherrlicht, dann ist es trotzdem Schwachsinn. Und Zeitvertreib und Instrumente als solches sind komplett verboten, egal um welche Musik es geht. Es geht um Instrumente, die laut Salafismus verboten sind. Und dennoch habe ich natürlich ständig Musik vermisst. So. Und es gab natürlich dann irgendwann nach meiner Konversion den ersten Abend, wo ich dann im Fernsehen durchseppte und dann auf Viva hängen geblieben bin und das ein oder andere Lied gehört habe. Es gab sogar mal einen Abend, lustigerweise, dort hatte, damals hatte Sido ein Lied mit Harris gemacht, deinen Lieblingsrapper, und in diesem Video wurde jemand gekreuzigt. Und das war natürlich dann doppelt irgendwie, das war nicht nur Haram, also verboten, sondern auch Blasphemie, so. Und da habe ich halt gleich dann weggeschaltet, ne? Aber immer, es gab immer so Momente, wenn zum Beispiel jemand mit dem Auto an mir vorbeigefahren ist und dort lief irgendwie Tupac oder Dr. Dre oder was weiß ich. Natürlich habe ich mich dann dabei ertippt, wie ich so mitnicke oder sowas, und habe das auch unglaublich oft vermisst. Und wie viel Musik mir bedeutet, damals hat mir Musik schon sehr viel bedeutet. Ich habe selber Musik gemacht. Aber für mich war klar, ich ordne mich diesem Weg unter. Dieser Weg gibt mir ganz viel. Und zu diesem Weg gehört aber auch, dass ich halt auf Dinge verzichte, die ich vielleicht gerne machen würde. Aber dieser Weg gibt mir viel mehr als das, was zum Beispiel Musik mir gibt oder so. Heute weiß ich, wie wertvoll mir Musik ist, also unglaublich wertvoll.
Also erstmal muss man sich die salafistische Szene in Deutschland nicht so vorstellen, dass es halt eine Struktur gibt und eine Szene so, sondern es gibt halt regional ganz viele kleine Grüppchen und jedes Grüppchen versucht halt sich über Wasser zu halten, erstmal und des Weiteren auch quasi Aktivitäten zu machen, zum Beispiel Dawa, also missionieren. Und so sammeln zum Beispiel die Leute, die den Koran verteilen, Gelder, um neue Korane zu drucken und so weiter. Und Spenden sind natürlich insofern wichtig, dass man also erstmal Menschen erreichen will durch die Spendengelder, nämlich durch Dawa. Man will Menschen missionieren und überzeugen. Und zum Zweiten will man natürlich auch irgendwie seinen Namen pushen. Also ob es jetzt die wahre Religion war oder Einladung zum Paradies oder so. Es geht natürlich auch immer darum, irgendwie quasi sein Emblem da mit drin zu haben. Ja, das hat mich irgendwann mal gestört. In der Gemeinde ging es um ein Dawa-Projekt und so um Projekt, wie erreichen wir Leute. Ja, und einer bestand immer darauf, das Logo der Moschee dabei zu haben. Und dann sagte ich, wenn es doch darum geht, irgendwie Menschen zu erreichen, warum muss überall dieses Logo da drauf sein? Und natürlich geht es darum, seinen Namen bekannter zu machen und dadurch natürlich, ne, wie in so einer Kettenreaktion dann wiederum mehr Anhänger zu bekommen, größere Reichweite und so weiter. Das heißt, man könnte aber nicht sagen, dass man vielleicht sich radikaler positioniert, weil man davon ausgeht, dass man durch den Fakt, dass es eben radikaler ist, mehr Spenden bekommt. Oder hängt es nur damit zusammen, wirklich mit der Bekanntheit? Ja, das ist ein bisschen hypothetisch, aber ich glaube schon, dass auf jeden Fall Prediger gucken, wie so quasi gerade die Stimmung ist und sich so ein bisschen danach richten. Nicht alle, aber einige. Einige auf jeden Fall. Die immer so ein bisschen so wie die Fahne im Wind gucken, okay, wo geht gerade der Wind hin? Gerade ist, was weiß ich, das und das Thema so aktuell. Eigentlich habe ich vor 2 Jahren was anderes gesagt, aber wenn ich die Jugendlichen noch behalten will, muss ich zumindest irgendwie einen Kompromiss schließen. Auf jeden Fall machen das viele. Ich glaube, ihnen geht es da in erster Linie nicht um die Spendengelder, sondern um quasi aktuell bei den Jugendlichen zu bleiben oder seine Reichweite noch groß zu halten. Aber irgendwann weiter, kommen natürlich auch so Dinge wie Spendengelder dann oder werden Thema. Ja, weil ohne Spendengelder funktioniert dieses Karussell nicht, ne? Dieses Karussell von Dawa. Und wenn ich Dawa mache, dann kommen wieder neue Leute dazu, die spenden wiederum. Also es ist halt so ein Kreislauf, der halt, wo halt das eine Rad nicht in das andere greifen kann. Zum Beispiel ohne Spendengelder. Ohne Spendengelder gibt es dann irgendwann keine Kamera, dann gibt es keine YouTube-Videos mehr. So hat eins mit dem anderen zu tun, natürlich.